Du zeigst mir 100 an. Es sind keine 100, ich weiß es genau. Hallihallo, Lüchern, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Jump World. Auf der Map Palast von DDHD. Ja, habe ich ja auch schon ein paar Maps von ihm gespielt und war ja auch in meinen Kommentaren drinnen mal. Deswegen habe ich mir gedacht, hier, wenn ich jetzt meine Qualität mal wieder ein bisschen anpasse, weil ich bin mit meiner Videoqualität immer noch nicht so ganz zufrieden, können wir hier mal auf der Map vorbeischauen namens Palast. Speedbuild gibt es bei DDHD. Und ja, würde ich mal sagen, starten wir mal. Es sollte jetzt theoretisch in Full HD sein. Allerdings habe ich keinen Plan, ob das jetzt alles so aufgenommen wird, wie ich das will. Und wie groß die Datei wird. Ah! Passt. Ja, ich weiß nicht, ob ich auch mit der Bitrate ein bisschen nach unten gehen will. Oder gehen muss. Ich hoffe einfach mal, dass es ein bisschen schöner ausschaut jetzt. Schreibt doch einfach mal rein, wie ihr es im Vergleich zum vorherigen Part und von den anderen Parts findet. So, ich werde auch mal die 48 FPS lassen. Es sollte theoretisch funktionieren. Wenn es nicht ganz so groß wird. So, dann wird es ein bisschen dunkler. Ich habe auch mal einen Helligkeitsfilter draufgelegt. Sollte man da jetzt auch ein bisschen mehr sehen. Und einen Schärfefilter. Weiß nicht, ob der eher störend ist oder ob der wirklich hilft. Ich hoffe einfach mal, dass der nicht ganz so auffällt, dass es eigentlich ganz schön wird. Hilfe! Will doch da nur drauf springen. Okay, da darf ich nicht durchjumpen. Sag ich und mach's trotzdem. Ja, Moment. So. Muss mich ein bisschen mehr aufs Springen konzentrieren. Ich habe vorhin versucht, mich mal ein bisschen warm zu springen. Und noch ein paar Einstellungen auszutesten. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man bei sowas redet oder nicht. Als ich nicht geredet habe, eigentlich ohne größere Probleme durchgekommen. Sobald ich meinen Mund aufmache, ja, das seht ihr. So, ich bin auch nicht ganz so weit gesprungen. Und hatte irgendwie dann am Ende durch das ganze Austesten eine Zeit von einer Stunde oder sowas da. So. Jetzt da drauf auf die blöden Bäume. So. Aber das ist wirklich ein Unterschied. Ihr müsst es mal ausprobieren. Versucht einfach mal irgendwas zu erzählen oder sowas, wenn ihr so eine Jump World oder so eine Jump Map spielt. So, und da drauf. Ah, okay. Da. Also muss sagen, bisher schaut das Ganze echt geil aus. Ich habe auch keinen Plan, wie lang die Map wird. Ja. Wie kann ich da denn daneben springen? Ich muss echt schauen, dass ich von hier aus springe. Und auf den Schleim. Okay. Ein paar schöne Bäumchen. Ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, wenn man hier eine Map macht, dass man, wenn man so und so viele Blöcke nach unten fällt, dass man gleich stirbt. Weiß nicht, hat irgendwer von euch eine Map erstellt und weiß es? Oder DDHD, bist du in den Kommentaren und weißt es? Also natürlich wirst du es wissen, du hast ja die Map gemacht. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ja, dachte ich fast. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Okay. Ich kann auch drüber springen. So, auf dem Baum komme ich da oben direkt drauf. Ja, okay. Dann hier weiter. Ah, ich finde es schön, dass die hier überall Leitern sind. Oder fast überall. Ah, Hilfe! So. Ich springe drüber. Wenn ich mal nicht an den Leitern bin, dann ist das irgendwie ungewöhnlich. Und ich... Ja...
und bin irgendwie komplett verwirrt. So, da auch. Ja. Ah, kann man dann später da rein? Also ist auf jeden Fall so ein Fallgitter. Oder Falltür. Schätze mal, dass man da irgendwas machen kann. Wieso sind hier unten noch Dinge? Moment. Ich schätze mal, dass es da unten weitergeht und ich sterbe, wenn ich da runtergehe. So. Ich habe auch keinen Plan, wie lang die Map ist. Mal schauen, wenn sie zu lang ist, werde ich wahrscheinlich nur die hier... Hey, ich will da drauf auf den Schleim. So. Werde ich wahrscheinlich nur die hier nehmen heute. Jo. Und... Ach, Mann. Wie immer, das, was ich jetzt einstelle an verschiedenen Qualitäten und so, wird in Meduja Craft noch nicht sein. Also, wenn ich die Einstellungen so behalte, wenn das alles so funktioniert. Aus dem einfachen Grund, weil wir Meduja Craft schon aufgenommen haben. Wie eigentlich immer. So. Ja, wir sind drin. Für die, die es nicht schaffen. Danke. Okay. Ach, das sind Deckenanhausprünge. So, ich muss wahrscheinlich ein bisschen eher springen, ja. Ich will es natürlich schaffen. Moment. Ich lasse mich nicht von dir besiegen. So. Muss schauen, dass ich hier durchkomme. Okay. Dann muss ich auch... ganz spät, damit ich überhaupt nicht mit dem Block in Berührung komme. Ja. Was? Hat denn jemand von euch Tipps, wie solche blöden Deckensprünge machbar sind? Okay, ich schätze mal, das Portal geht hier durch. Also müssen wir dahin. Ja, wir haben es geschafft, ohne die Hilfe zu nehmen. Ist doch auch gut. Hallo, Framerate? Ne. Über 100 FPS, aber es hat gerade geruckelt. Ihr habt's genau gesehen. Okay. Ah, jetzt sind wir da. Ich hatte es doch. Ich hatte es doch. Ja, toll, jetzt sterbe ich. So. Da drauf. Los. Okay. Nichts zum Anhauen, das ist auch schon mal schön. Ach, und jetzt muss ich da hinten drauf. Ja, das haben wir ja vorhin gesehen. So. Aber die DHD, ich muss sagen, ich habe 100 FPS, wieso guckelt es teilweise? Es ist doch ungünstig. Ich muss sagen, die Maps, die du bisher gemacht hast, sind echt geil. Also von, wie sie gebaut sind und alles, echt schön. Du schaffst es nicht, dann geh doch hier weiter, okay? Ach, das sind Leitersprünge. Ah, ich schau mal. Theoretisch müsste es machbar sein, wenn ich nicht abtropf. Ich hab Shift gedrückt, ja. Ich hab mal gehört, dass es manche gibt, die hier so mit einer Fingerkamera und sowas arbeiten. Damit man genau sieht, was die drücken. Finde ich eigentlich ganz witzig, aber da. Okay, jetzt sind wir hier draußen. Aber ich weiß nicht, ob das für mich was wäre. Hilfe. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Kamera. So. Macht ihr irgendwas, Druckplatten? Nein. Ihr seid zur Zierde da. Zur Zierde da. Okay, fast. Wieso bist du da nicht gesprungen? Ich habe die Leertaste gedrückt. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das ganze Zeug, wie ich jetzt Jump hier anschaue, im Gegensatz zu dem am Anfang. Ich war ja nie wirklich ein großer Fan von Jump'n'Runs. Frames! Du zeigst mir 100 an. Das sind keine 100, ich weiß es genau. Merk's ja jedes Mal. Da schon wieder. Kann doch nicht sein, dass es ruckelt, obwohl ich genügend FPS habe. Oder liegt es wirklich an den Einstellungen? Wenn es an den Einstellungen liegt, dann muss ich irgendwas anders machen. Ah, wir sind fertig.
Okay. Ja, echt geil. Bilder, DDHD und Helfer, Artagox und ZMC Wiggler. Deinen Namen kenne ich auch noch. Du hast bei anderen Maps, glaube ich, auch schon mitgeholfen, oder? Herzlichen Glückwunsch, du hast die Map geschafft. Vielen Dank an die Helfer. Ein Speedbild, ja, hast du ja am Anfang gesagt. Würde mich freuen, wenn du vorbeischauen würdest. Noch schönen Tag auf Timolia. Und hier noch Masked Lion. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir erfolgreich eine Map abgeschlossen. Dann suchen wir uns noch irgendwas Kleines raus. Ist ja erst 10 Minuten oder sowas. So, und jetzt die nächste Map. Bei der Map-Auswahl habe ich auch die neue von Gigi-Gurke gesehen. Die werde ich dann das nächste Mal spielen. Nur das war jetzt mit 12 Minuten Durchschnittszeit, wäre der Part sehr lang geworden. Also die das nächste Mal. Und jetzt hier eine kleine Map mit 5 Minuten. Flying Islands. Willkommen auf meiner Map. Dies ist mein erstes Jump'n'Run. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Und alle Sprünge sind getestet und möglich. Aber von Akono 2010. Viel Spaß bei meiner Map. Beim Spielen dieser Map. Hilfe, das sind ja Menschen. Sichtbarkeit aus. Also wirklich. Und noch Menschen. Sowas gibt's bei mir nicht. Natürlich wirst du wieder dunkel. Was ist denn nun los mit diesen dunklen Maps? Kristall ins Wasser. Wollen wir alle Kristalle? Nee, irgendwie nicht. Mir ist heute nicht so nach Kristallen. Und da ist Schleim, schätze ich mal. Und ich bin dran vorbeigesprungen. Ah, und man wird nicht zurückgesetzt. Das ist auch schön. Ich kann die Welt erkunden. Es ist halt nur nichts drauf. Moment. Irgendwie kann ich... Nee, ich kann nicht zufällig mich entlang cheaten. Schade. Mann. So, los. Ja, es ist ein bisschen Zeit zwischen der letzten Map und der hier vergangen, weil ich noch eine gespielt hatte. Irgendeine Dropper-Map, nur da hat irgendwie alles geleckt. Also, ich bin ja jetzt froh, dass es hier jetzt momentan funktioniert, aber ich habe trotzdem eine RAM-Auslastung von 99%. Es ist sehr ungünstig. Okay, ich bin drauf. Baum, Baum, komm mir zu Hilfe. Und solche Lecks wie gerade eben sind auch öfters passiert. Da kann ich hoch. Ich wusste doch, ich kann auf dich zählen, Baum. Ich weiß noch nicht, woran das liegt oder wie ich das schaffen kann, bei OBS Studio weniger RAM-Auslastung zu haben. Es sind jetzt doch immerhin fast 3,5 GB, die das Programm will. Und das ist dann nicht mehr ganz so viel übrig für Minecraft. So, ich hoffe einfach nur, dass es sich... teilweise beschränkt auf Situationen, bei der ich jetzt nicht unbedingt so viel FPS brauche. Moment, ist es dein Ernst, so ein blöder Sprung? Aber gar nicht, doch nicht. Ah, okay. Ich hab's wieder geschafft. Und schon sind die 5 Minuten von der Map auch verbraucht. So lange darf die Map nicht mehr gehen. So. Okay, Checkpoint. Checkpoints sind immer das Schönste hier. Natürlich ist das Ende eigentlich das Allerschönste, aber Checkpoints sind auch ganz toll. So. Nein, geh da drauf. Ich werde es doch jetzt wohl noch schaffen, diese Dinge hier zu machen. Für den Kristall ins Wasser springen. Guck mal da, da ist ja Klumpi. Okay. Und wohin muss ich, wenn ich nicht den Kristall will? Ja. Da runter? Also ich kann's auf jeden Fall. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett falsch. Schaut auf jeden Fall nicht bekannt aus. Dass ich da auch noch durchspringe. So. Mann, was ist denn jetzt mit meiner Leertaste? Ja, ich schieb's jetzt auf die Leertaste. Böse Leertaste. Immer schön langsam springen. Im Wasser sterbe ich nicht, das ist schon mal schön. Und ich habe jetzt hier einen Pfeil und hier einen Pfeil. Und wieso geht's da auch noch einen Weg? Weil ich da nicht entlang komme. Ach, dann wäre ich aufs Bäumchen drauf gekommen. Okay, okay. Jetzt verstehe ich dich.
muss also hier entlang. Also, das war ein bisschen zu schnell. Bin ich nicht mehr hinterher gekommen. Da. Jetzt ganz easy da durchspringen. Ich hab nicht gemeint mit durchspringen, so durchspringen. Moment, das ist ein längerer. Und ran an das Blöckchen. So. Wieder mal um die Ecke springen. Auch nicht allzu heftig. Bei diesen Türmchen, die habe ich ja jetzt schon oft genug gemacht. Da. Und da oben ist der nächste Checkpoint. So. Da sollte man theoretisch nicht mehr runterfallen können. Also theoretisch. Ich springe an die einzige Stelle vom Block, an dem man runterrutschen kann. Überall sonst sind Leitern. So. Was sagst denn du? Da runter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Juhu. Und da liegt nix. Weißt du, ich hab gedacht, sowas bräuchte RAM. Nein. Da. Checkpoint. Wenn ihr Jump World gespielt habt, was ist denn eigentlich die Map, die euch am meisten in Erinnerung geblieben ist oder die ihr am besten gefunden habt? Würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt auch schon einige gespielt. Es waren echt schöne dabei. Na, also da muss ich sagen, da war jetzt der Leck schuld. Habt ihr alle gesehen? Also, wenn es die Aufnahme mitgenommen hat. Ja, es gibt wirklich, wirklich schöne Maps und auch ich spiele jetzt momentan hauptsächlich Tagessieger. So. Und ja, mich würde es mal interessieren, welche euch am besten gefallen hat. Von denen, die ihr gespielt habt, von denen, die ihr irgendwo gesehen habt. Kann auch sein. Man muss ja eine Map nicht unbedingt spielen, um sie schön zu finden. Okay. Bei der Leiter bin ich einfach vorbeigesprungen. Bisschen weiter hinten. Bisschen weiter hinten. Und jetzt da dran. Okay, ich klebe. Ich klebe mit meinem Körper an dieser Leiter. Da. Das war's leider. Ich weiß, es war nicht besonders lang. Trotzdem würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ziel, Bauzeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall lange. Und da, wir haben es geschafft. okay. Diese letzten paar Sekunden jetzt gerade mit dem Lag. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.